Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Pokémon Schwarz und Weiß Soulink mit dem Timo. Ja, man, mir passiert das immer wieder, dass ich auf den unteren Bildschirm drücke, wenn ich einmal wieder im Linksrand da. Ah, schon wieder! Okay, hallo, los! Yeah. Ich wollte mich gerade sagen, alter Timo, ich bin echt stolz auf dich, du hast nicht in meine Anmoderation reingesprochen. Du bist einfach insane und dann... Ich bin ja auch insane. Machst du anderen Quatsch hier? Ich mach gar keinen Quatsch. Ist es ein wildes Pokémon, das Victini? Ja, das ist ein wildes Pokémon. Ah, warte, lass mich noch schauen, ob ich vielleicht übersteuere. Weißt du, hätten wir vorher schauen müssen, ich weiß, aber lieber jetzt als gar nicht. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir führen eine Victini-Clause ein. Sobald man Victini encountert, dann kann man es einfach fangen. Oh, ich finde eigentlich nicht schlecht. Ja, machen wir die Victini-Reptain-Clause. Das ist ein Trainer-Pokémon. Aber present. Ich muss hier jetzt tatsächlich was zugeben. Okay, Timo. Und zwar hat Akani einen echt schönen Sprite in der fünften Generation. Genau darüber wollte ich in der vorvorletzten Folge reden. Ich habe es dann vergessen. Beziehungsweise habe ich das hier. Folge danach geschoben. Und dann hast du es wieder vergessen. Und dann habe ich es vergessen. So, die Sache ist halt folgende gewesen. Und bevor du weiter redest. Und ich liebe Shiny Akani in der fünften Generation. Das gebe ich dir, weil ich finde Shiny Akani ab Gen 6 echt nicht nice. Ich finde es auch vorher nicht super nice. Ja. So, ich muss jetzt noch die Sprites aufmachen, um nichts Falsches zu sagen. Aber ich bin mir da relativ sicher. Soll ich sogar jetzt hier richtig aus dem Nähkästchen plaudern? Okay, erzähl. Damals, als ich Schwarz und Weiß 2 das erste Mal gespielt habe, war Akani sogar in meinem Storyteam drin. Alter, Timo, Akani, bestes Pokémon. Ja, aber so. Entei dort verfügbar gewesen. Ja, das Entei-Meme kam ja später. So, ja, wir haben jetzt hier Akani lustigerweise. Es ist, als ob ernsthaft in der Situation. Als ob. Wie hoch ist schau die Wahrscheinlichkeit? 1 zu 500. 1 zu 600. 59 ja, 600 so. Irgendwann. Ja, genau. Ich liebe dieses Design. Also, das ist wirklich gut. Aber Entei hat auch ein saugutes fünfte Gen-Design. Will ich noch dazu sagen, ne? Bevor jetzt hier mir irgendwelche Leute was in den Mund legen. Aber Akani hat in der fünften Generation das allerbeste Design, was es je hatte, mit Abstand. Okay, da muss ich leider dir widersprechen. Okay, ich liebe Akani. Und du hast ja auch. Rot-Blau-Design besser. Ich finde das Rot- und Blau-Design insane nice. Warte, das war jetzt ernst gemeint? Nein, das war nicht nur nice. Achso. Aber ich finde es insane nice. Aber schau dir das Rot- und Blau-Design an. Das sieht echt gut aus. Ja, aber kann man halt nicht. Nee. Also ich sag nicht, dass das besser als Gen 5 ist, aber ich finde das schon insane nice. Ja, okay. So. Wobei ich das vielleicht sogar besser finde. Ich weiß nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, warte, ich will ein eigenes Akani haben, deswegen werde ich jetzt hier erstmal Wandler einsetzen. Einfach nur, damit ich ein eigenes Akani habe. Ich sehe schon den Titel. Ich habe Akani gefangen, Fragezeichen, und dann Akani auf dem Thumbnail. Voll die gute Idee eigentlich. Und zwar ist es nämlich so, dass du letztens ja auch den Tweet gemacht hattest, wo du eben den Gen 5 Sprite mit dem neuen. Da habe ich sogar Akani. Nee, doch, habe ich ja gerade gleich. Ja, genau, du hast das miteinander und hast gesagt, so schau mal, was passiert ist aus Akani. Ne? Aber es stimmt, ne? Akani ist echt bad geworden im Vergleich nach alles, was nach der 5. Also 3D, ich finde, die 3D-Sprites haben Akani gar nicht gut getan. Ich finde es in Let's Go tatsächlich ganz cool, wenn man auf Akani reiten kann, muss ich sagen. Ja, aber das ist wieder was anderes. Also, das ist ein Overworld-Sprite. Aber so, wenn er im Kampf ist, der ist halt, aber generell, viele Pokémon sind viel zu statisch, muss man halt einfach sagen. Ja, das stimmt. Das ist halt das große Problem. Der Sprites in der sechsten Generation, beziehungsweise der Models. Nee, etwas anderes. Und zwar muss ich sagen, ich finde den Gen 5 Sprite von Akani nicht am stärksten. Generell kann ich sagen, okay, ich sehe auf jeden Fall, dass die Gen 5 Sprites meistens mit am stärksten sind. Aber ich muss. Viele, die diesen Pixel-Look aber auch gar nicht mögen, ne? Also ich bin ja ein Riesenfan von. Ja, es gibt auch einige, die sagen, nee, taugt nicht. Esteban! Mit Octillerie! Nice. Aber ich muss nämlich sagen, dass ich tatsächlich, glaube ich, sogar den Gen 4 Sprite besser finde. Als den Gen 5 Sprite. Jetzt muss ich dich was fragen. Warte, ich muss mir nebenbei auch die Akani-Sprites aufnehmen, okay? Also die aus DEW. Und ich finde die tatsächlich ziemlich gut, ne? Hier die ganzen Gen 4-Fanboys bekommen jetzt hoffentlich... Hallo, ich bin das. Ich spreche für den öffentlichen Gen 4-Verbandsclub. Ja, kritischer Club. Auf jeden Fall... Ja. Mann, ohne Witz. Pokewiki ist mittlerweile einfach so... Die haben einfach zu viele Infos über einen Pokémon. Alter, hat der gerade Aurora schon? Gen 3 ist schon der beste Club. Auf jeden Fall. Nee, darüber wollte ich gar nicht reden. Aber... Also, Rot und Blau. Weiß ich nicht. Der ist schon gut. I don't know. Doch, der ist schon nice. Schwierig. Gold finde ich sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch. Ebenfalls sehr, sehr nice. Dritte Gen, ganz, ganz kritisch, Alter.
Ja, dritte Gen. Gar nicht. Sehe ich nicht. Hätte man halt. Kostüm XD finde ich noch ganz cool. Aber. Bei dem dritten Gen Sprite hätte man halt noch mehr rausholen können aus dem Kopf. Ja, ja, ja. Wobei ich sogar tatsächlich sagen muss, dass ich die Gold-Silber-Kristall. Ich muss gestehen, dass ich dort die Shiny-Version ziemlich cool finde. Dieses dunkle Gold erinnert mich an. Kennst du das damals, wenn du von Faber-Castell diese goldenen Buntstifte hattest? Das ist genau diese Farbe, genau dieses Gold ist es. Und irgendwie fand ich das damals als Kind immer richtig cool. Okay, sehe ich, sehe ich. Okay, also Diamond und Pearl findest du? Ich glaube schon. I don't know. Weil du musst die Pose noch im Kopf haben mit der GIF. Wenn der aufsteht. Ja, weiß ich. Und es geht auch ein bisschen in die Richtung von Pokémon Gold. Ja, und ich mag das tatsächlich sehr, wenn es wirklich in dieser Bewegung ist. Wenn es ich komplett, aber nicht. Ja, ich weiß, was Sprite ist, kann ich es verstehen, aber ich finde, der Gen 5 Sprite ist zu statisch. Alle anderen Arcani-Sprites, selbst der Gen 3 Sprite, der jetzt nicht unbedingt der stärkste ist. Pokéball habe ich gefunden. Sind sehr, sehr... Übrigens, warte, bevor wir jetzt weiterreden, macht euch am besten nebenbei die Sprites auf, ne, damit ihr mitreden könnt. Vielleicht blende ich sie auch ein bisschen ein oder so, mal gucken. Ja, okay. Aber wie gesagt, für mich ist... Gen 5 Arcani, the one and only Arcani, was ich je in meinem Leben akzeptieren kann. Ja, aber ich finde, der ist halt zu statisch. Da fängt er schon an, weißt du, wie ein Gen 6 zu sein. So komplett statisch und ich finde ihn halt viel dynamischer in den vorigen Generationen und das mag ich so sehr. Ja, ja. Deswegen mag ich auch den Gen 1 Sprite sehr, weil der sieht einfach epic aus. Der steht zwar nur, aber dabei sieht der epic aus. Und der Gen 5 Sprite, der steht einfach nur. Der sieht nicht epic aus. Die Bewegung und so weiter, ich finde, da sieht es sehr majestätisch aus im Vergleich zu dem, wie es jetzt aussieht. Ich finde, jetzt sieht es sehr statisch aus, aber in der 5. Gen, finde ich, sieht es sehr, so wie es steht, wie die Bewegungen sind und so. Doch. Ist ja mal unterschiedliche Meinung. Richtig. Das schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir haben gerade 2-3 Minuten einfach mal über einen Sprite geredet, aber ganz ehrlich, es ist Arcani. Er ist einfach pure Liebe. Bei Zorak gibt es halt nicht so viel zu erzählen, weil Zorak hat nur einen Sprite und da sieht man keine Entwicklung. Also... Es hat ja nur den Gen 5 Sprite. Ja, der Gen 6 Sprite. Also, ich muss tatsächlich sagen, was ich an Zoroark sehr appreciaten kann, an der 6. Generation, ist, wenn Zoroark angreift, diese Bewegung. Weißt du, wie ich meine? Dieses, es dreht sich ja so merkwürdig. Das finde ich ziemlich cool, muss ich tatsächlich sagen. Das ist auf jeden Fall sehr viel cooler als in der 5. Gen, muss ich tatsächlich gestehen. Also, ich liebe die 5. Gen Sprite, so wie es da einfach steht und so. Finde ich super cool. Da du siehst ja gerade, aber es liegt auch halt einfach an dem Design, das taugt mir halt einfach. Wobei ich aber auch sagen muss, dass mir die Farbgebung in der 5. Generation besser gefallen hat als in der 6. Generation von Zorak. Ja. Das dieses kann ich natürlich. Dunkelrote ist viel besser als in den neueren Generationen. Da bin ich tatsächlich voll bei dir. Generell, das ist ein großes Problem ab der 6. Generation gewesen, dass die Farben der Pokémon sehr entsättigt waren im Vergleich. Ja, und ich natürlich, mag eigentlich gesättigte Farben. So gesehen ist es realistischer, in Anführungszeichen, in dem Kontext halt. Also sie haben es immer mit Gen 7 dann so ein bisschen gefixt, da war es dann ein bisschen gesättigter und auch seit Gen 8 sind die nochmal um einiges gesättigter. Ja, aber mich wundert es nicht, dass viele Leute immer noch Farbkorrekturen über ihr Spiel packen, also Poketuber bei... Ja, finde ich aber noch zu viel, Also ich habe das Shoutouts hier nochmal an Liam, über den wir in der letzten Folge geredet haben. Darüber wollte ich mich noch mit ihm unterhalten. Ich finde, er hat zu viel Farbkorrektur. Zu krass. Darüber habe ich letztens mit Liam gesprochen. Ich habe zu Liam gesagt, ich verstehe, dass dir das gefällt. Ich bin nur der Meinung, ich weiß nicht, ob du bisher schon solche Kommentare hast, aber ich glaube, dass es Leute geben wird, denen das zu krass ist. Ja, und ich bin da Present einer, ist dieser eine. Present vertritt den Club. Nee, also ich bin ja jemand, der ebenfalls sehr gesättigte Farben mag. Und ja, du weißt auch, früher bei Ultrason und Ultramond hatte ich auch so eine richtig krasse Farbkorrektur drüber. Aber das war auch schon sehr blass, irgendwie hatte ich so das Gefühl. Ja, nee, aber man merkt halt einfach, das wirkt zu... Also eine Farbkorrektur muss das unterstützen. Weißt aber du? Ich mag auch dieses extrem Grelle. Ich bin da auch ein Fan von. Ich glaube, es ist halt wirklich extrem Geschmackssache. Ja. Aber ich stehe auf extrem grelle, helle, übelst übersättigte Farben teilweise. Bin ich ein riesen Fan von. Ja, bin ich ja prinzipiell auch, so zu einem gewissen Grad. Aber ja. Man muss halt aufpassen, es muss unterstützend wirken und nicht... In den Augen wehtun. Ja, das ist in den Augen wehtun, aber nicht... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber es kann halt in den Augen wehtun. Wie so ein Schleier über dem Ganzen wirken, den man zusätzlich aufpackt. Ich weiß, was du meinst. Aber ja, auf jeden Fall. Sehe ich. Das ist aber, wie gesagt, generell eine interessante Entwicklung, wenn man sich einfach die Sprites anschaut oder jetzt auch mittlerweile die Models. Aber man muss halt immer noch sagen, was super cool wäre... Wenn man natürlich das wie in Pokémon Battle Revolution hätte, dass man, die Pokémon müssen doch nicht mal wirklich jedes Mal bei einem Angriff zum anderen Pokémon gehen oder so. Es gibt ja auch bestimmte Angriffe, bei denen das auch gar nicht notwendig ist, so oder so.
Mir geht es vor allem darum. Ja, gibt es ja auch gar nicht in jedem. Also in ich weiß. Also ich weiß schon, was du meinst, aber ja, man kann schon theoretisch gesehen die Animation als Ganzes zählen in Battle Revolution, dass sie halt wirklich einfach wunderschön sind. Und da ist auch so ein bisschen verlorenes Potenzial in Schwert und Schild reingeflossen, weil da war es einfach so gut gegeben dort. Also wir alle haben, glaube ich, wo wir wussten, okay, das erste Pokémon auf der Switch, da, die werden da eine Menge rausholen. Ich bin sehr gespannt. Hat ein Leben eingesetzt, ich habe es gerade gesehen. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das in dem nächsten Schwert- und Schild-Pokémon-Spiel, also in was sich das entwickeln wird, ob man wirklich... Ich finde, da kommt es jetzt wirklich darauf an, wie sehr hört Game Freak auf seine Fans. Weil viele sagen, ja, die geben einen okay. Ich hab's gesehen. Die geben einen Beep auf die Leute. Aber, Tio, können wir darüber bitte später reden? Wir sind gerade in einer kritischen Situation. Ich sehe es, aber ich weiß halt auch nicht, was ich tun kann. Ich überlege gerade, wie ich dir helfen kann. Aber. Aquavelle, okay. Ich muss nämlich einmal einen Wandler rausbekommen, weißt du? Ja. Aber ich bin gerade in einer schlechten Situation dafür. Die Frage ist, gehe ich jetzt auf Wandler, bin ich schneller als der? Was für ein Init-Base hat Kyogre? Schau mal bitte nach. Schau nach, ja, ja. 59. Kyogre. 41, okay. Also ich müsste, glaube ich, schneller sein. Kyogre hat 90 Base Init. Also ich glaube, ich muss auf Wandler gehen. Aber tank ich dann einen Hit? Ich glaube, ich muss das ist einmal noch... Frage. Musst du noch einen Trank einsetzen? Hat Lehmbrühe... Ist es von 100 auf... Nein. Ah, okay. Ja, dann würde ich noch einen Trank reinhauen. Okay, ich hoffe mal, dass er halt auch irgendwie eine Attacke einsetzt, die nicht... Und du musst was heißt, das Problem ist, der Regen ist halt auch unendlich da. Und ich habe aber auch keinen Supertrank mehr. Nur keine Verwirrung, dann ist alles easy. Ja, ist noch nicht mal so viel easy, Timo. Ja, aber dann kannst du jetzt wandeln. Oder, nee, doch, Wandler ist der Play. Hast du überlegt, Typenspiegel? Ja, was für ein Angriffswert hat Kyogre? Spezial oder... Ihr physischen Angriff, wegen Mega-Hieb. 100. Hä? Mega-Hieb? Was hat das denn damit zu tun? Mega-Hieb ist doch physisch. Und ich werde mich jetzt wandeln oder Typenspiegel einsetzen. Ja, aber wenn du wandelst... Hä? Der physische Angriff ist komplett egal. Wenn du wandelst, hast du keinen Mega-Hieb mehr. Wenn du Typenspiegel hast, interessiert dich der physische Angriff. Ja, never mind. Du hast die Wasser-Attacken dann von Kyogre. Ich gehe auf Typenspiegel. Kyogre hat 150 Spezialangriff, wollte ich nur gesagt haben. Nice. Jetzt geht auf Lehmbrühe. Er ist halt auf minus 2 Verteidigung. Ich habe zweimal... Oh, nee, Timo, das ist ganz kritisch. Und er senkt deine Genauigkeit. Das ist sehr kritisch, weil Mega-Hieb... Und ich habe nur noch einen Trank, den ich einsetzen kann. Und das ist jetzt dieses Tafelwasser. Das ist Tafelwasser, ja, musst du. Oh, wir haben ein Problem, Timo. Body Slam, okay. Okay, bitte keine Para. Schön. Wobei, es wäre okay gewesen wegen jetzt Synchro. Jetzt musst du halt... Ich gehe auf Mega-Hieb und ich muss treffen. Treffen, ja. Ich habe einen Seidenschal. Schön. Okay, Stuarted. Grimasse. Ja, ist okay. Ich darf nur nicht missen, weil sonst... Ja, du musst treffen. Das war auch dein letzter Trank, ne? Du hast 3 eingesetzt. Ich weiß. Er geht auf Lehmbrühe. Ich muss jetzt treffen. Er kann auch mal die Genauigkeit senken. Ich wollte es extra nicht sagen. Ja. Wir haben ein Problem. Musst du was abwerfen? Entweder das oder geht auf einen Angriff. Aber guck mal, ich kann nicht Slanax abwerfen. Die Sache ist halt die, also dein Play wäre es, glaube ich, rauszugehen, okay? Ja. Und dann... Ja? Und dann, ich muss an den Pokémon gehen, was schneller ist. Nee, das ist nicht mal wichtig. Ich glaube, du musst hier wirklich was sacken. Aber ich will keins deiner Pokémon opfern, weil alle meine Pokémon sind so unendlich wichtig gerade. Außer Lupro ist am unwichtigsten, aber du willst halt Mew nicht opfern. Ja, guck mal, wenn ein Kampf-Pokémon kommt, wenn Mew weg ist, dann verliere ich gegen Kampf-Pokémon. Ist bei mir genauso, wenn Kiva weg ist. Dann verliere ich gegen Gesteins-Boden-Pokémon. Und Kiva ist gepaart mit Lucifer. Lucifer, ja. 90s Kid und Flampern behalten wir auch, das heißt... Und Weedo ist mein stärkstes Pokémon gerade. Aber wir müssen das vielleicht eingehen, Timo. Weedo ist mein stärkstes Pokémon gerade. Wir müssen hoffen, dass er auf Grimasse geht. Ich habe nicht Ruckzuckhieb drauf? Ne, habe ich nicht. Weedo ist mein stärkstes Pokémon gerade, ich wollte es nur gesagt haben. Ja, Timo, was tun wir hier? Wir haben folgende Option. Wir hoffen, dass er jetzt nicht auf die Wasserattacke geht. Ist eine 50%ige Chance. Ja, Aquavelle könnten wir vielleicht noch überleben. Wir müssen aber auch vor allem treffen. Ja, ich weiß schon. Dann ich glaube, ich wäre sogar für Pfund gegangen in dem Moment. Hat Pfund nicht sogar eine 100er Genauigkeit? Nee. Bericht. Muss auf Attacken.
Attacken. Mega Heap hat 85. Ah, das meinst du? Ja, ja, okay, okay. Ja, Pfund hat, glaube ich, nicht gereicht. Guck mal, 40, aber 80. Zwei. Weil jetzt der erste hätte dann, weiß ich, mein, ah, ich weiß nicht, es ist halb so stark, das ist schon ein großer Unterschied. Hey, ja, und du hast mit Mega Heap, hast du. Ich habe weniger als zwei Drittel gemacht. Ja, aber jetzt würden halt zwei Pfund hätten ab den Zauber raus. Das bringt jetzt sowieso nichts. Ja, klar, sowieso nicht. Aber ich glaube, es hätte nicht geholfen. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Optionen. Timo, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen für diese Soul Link, die ganze Soul Link definieren kann. Ja, das ist halt das Problem, weil. Aber Timo, du hast es auch vorher ohne Weedu geschafft. Es tut mir leid. Was soll ich machen? Es ist wahrscheinlich der Play. Guck mal, was mache ich überhaupt dann? Ich muss danach wieder ins Slanax gehen und dann. Und dann den Mega-Heap auch noch treffen. Dann den Mega-Heap wieder treffen. Und wenn Slanax überlebt, und der hat scheinbar überlebt, der drei Attacken. Und wenn er sterben sollte, könntest du ihn immer noch mit Zorak danach killen. Ich sag's so, wie es ist, ne? Also wir müssen jetzt gerade die Wahrscheinlichkeiten durchgehen. Ja, und das ist tatsächlich echt ein Problem. Ich glaube, Pfund wird echt nicht reichen. Na, jetzt nicht mehr. Ich meine, wenn du vorher einmal Pfund eingesetzt hättest. Auch vorher nicht. Weil sonst würdest du ja die Hälfte machen. Wenn ich zweimal Pfund eingesetzt hätte, dann müsstest du ja die Hälfte machen. Ja. Timo, weil ein Mega-Heap hat so viel gemacht. Ja, Mega-Heap hat so viel gemacht. Und ich meine, zwei Pfund würden ab jetzt, ab der KP-Range ausreichen. Ja. Und du hast einen Mega-Heap gemisst. Ich meine, dass du den Pfund getroffen hättest und jetzt noch einmal Pfund. Weißt du, das war mein Gedanke. Aber guck mal, ich musste auf Mega-Heap gehen, weil ich ja gar nicht diese Situation haben wollte, dass wir was sacken. Ich weiß. So. Ja, okay. Timo. Diese beiden Entscheidungen haben wir. Die Sache ist, von der Wahrscheinlichkeit her müssten wir, glaube ich, eher Mew abwerfen. Weil drei Attacken überlebst. Weil ich Mega Heap verlieren könnte. Also wenn ich Mega Heap. So. Wenn kann du Zoroark sackst und dann im Mew rausgehst und dann ein Mega Heap misst, dann haben wir verloren. Richtig, das ist nämlich das Problem. Ich kann gerade meinen Gedanken nicht erklären. Hast du Robustheit auf Geobatz? Das schaue ich gerade. Ja, ich habe Robustheit. Das heißt, ich hatte im Fall der Fälle noch ein Out dagegen. Absolut, ja. Ja. Timo, entscheiden wir jetzt? Das heißt, es ist die Entscheidung. Zoroark oder Dingens? Ich überlasse dir. Es ist dein Pokémon. Es ist unser Pärchen, Timo. Ja, aber was soll ich machen? Es ist dein Kampf gerade. Ich kann nicht mehr sagen. Ich habe dir gesagt, wie ich zu meinem Pokémon stehe, wie meine Meinung ist. Du musst jetzt entscheiden für dich. Mann, ich bin selbstsüchtig, wenn ich es mache, aber ich glaube, aufgrund der Kampfschwäche und weil ich sonst komplett von jedem Kampf-Pokémon getötet werde, ist das der einzige Play. Okay. Ich hoffe, dass er auf Grimasse oder so geht. Keine Ahnung. Grimasse geht, dann stirbst du trotzdem. So geht auf Lehmbrühe, ist Mist. Also, okay, warte kurz. Du bist schneller, geh für Finte. Ja, natürlich geh ich für Finte. Ach du Scheiße, Alter. Da war das Glück mal wieder mit den Dummen. Wir diskutieren einfach 3 Minuten. Und dann Mist. Diese Lehmbrühe. Weißt du, es war so richtig so. Warte, eine höhere Macht wollte nur wissen, ja, wie du dich entscheidest, und jetzt stehst du trotzdem als der Doofe da. Nee, ganz ehrlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, ich muss auf jeden Fall ganz schnell hier weg, Alter. Herr Quasar, ich hoffe, ich kann fliehen. Ja, der ist Level 15. Ja, okay. Mew hat 100 Base in it. Achso, du bist... Oh, nee, da, ui. Ui, ja, stimmt, never mind. Ich gehe in 90s Kid. Ja, geh in 90s Kid, ja. Der hätte ich auch nach vorne gepackt, glaube ich. Ja, muss ich. Ich war jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Alter, ein Kleptoran, okay. Bei mir wird's auch kritisch jetzt. Ich hasse nicht. Oh Mann, Timo, so. Das ist mir jetzt schon wieder zu viel hier. Das war echt zu viel, Alter. Ja. Wir hatten selten so eine krasse Stelle. Wo wir halt 5 Minuten erstmal diskutieren, was abgeht. Man muss und halt dann einfach abwägen, so. Ja, ich weiß. Also, was ist hier der schlauste Play? Und das haben wir halt gemacht. Ich glaube, im Endeffekt. Ich glaube, ich muss das machen, weil wirklich, schau dir an, wenn Mew weg ist. Ich verliere. Du hast jetzt nicht so eine krasse Schwäche, die durch Electek ausgeglichen wird. Das heißt, wenn du es verlieren solltest. Es ist halt einfach nur, ich habe halt gerade allgemein nicht so das crazy Team. Das stimmt. Und deswegen, ich kann es verstehen, aber es muss nur ein krasses Kampfpokémon kommen, Timo, und ich verliere. Ja, bei mir muss nur ein krasses Pokémon kommen und ich verliere auch, weil meine Pokémon an sich einfach schwach sind. Ich habe kein voll entwickeltes Pokémon, nicht ein einziges. Ja, aber trotzdem. Also doch, ich habe Moterpel, aber Moterpel zähle ich nicht. Ja, doch, Moterpel ist insane, kannst du nichts dagegen sagen. Naja.
Naja, so, dann können wir uns mal noch ein paar Superbälle. Und du hast halt Glaciola, Mew, Geowatz und Zorak. Das sind alles voll entwickelte Pokémon. Naja. Dementsprechend, wenn halt Electric mein stärkstes Pokémon ist, was im Umkehrschluss schwächer als jedes deiner Pokémon ist, wäre halt schwierig. Ist schwierig für mich. Also wäre schwierig ja, für mich. Aber Glutexo hatte ich auch gecarried bisher. Ja, weil ich Drachenwut noch habe, aber Drachenwut wird auch irgendwann schwächer. Ja, aber du musst ja überlegen, dass wir bald wieder neue Pokémon fangen. Ja, kann aber dann auch wieder Trash sein. Ich sage ja, ist ja jetzt egal, wir müssen jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Doch, stimmt. Doch, wir hatten noch ein neues Pärchen jetzt haben können. Dadurch, wenn wir Zorak und Dingens verloren hätten. Bei Unlicht wäre dann wieder frei gewesen. Ja, dann hätte ich Gladiantri gehabt. Ja, Timo, das ist jetzt auch nicht. Ist jetzt auch, ja, komm, Gladiantri hätte jetzt auch nicht ausgemacht, Alter. Kannst du nicht auf Gladiantri erhalten, Timo? Du bist jetzt so, ja, das ist ja auch wieder ein krasses Pokémon. Und dann, ja, Gladiantri. Ja. Ich muss schon wieder ins Pokéstadion, weil ich mit Duflo nicht flüchten kann. Ja, ich hab, beziehungsweise musst du einfach nur zu der Dame. Ja, ich gehe die ganze Zeit zu der Dame. Ja, zu der Dame. Zu der Dame, zu der. Ich würde sagen, wir machen den Wald auf jeden Fall noch fertig heute. Und ja, geht dann vielleicht noch nach Stratos City über die Brücke. Ich liebe die Stelle, ne, wenn man über die. Oh. Ja, das war damals so revolutionär, dass du einfach diese verschiedenen Perspektiven hattest, als du über einen, also einfach irgendwo hingegangen bist. Allgemein, ich liebe die fünfte Gen. Ich liebe die vierte Gen. Die vierte Gen wird immer mein Lieblingsgen bleiben, was halt aber hauptsächlich mit Nostalgie zu tun hat. Aber wenn man mich, glaube ich, echt fragen würde, was ist die beste Gen, würde ich echt die fünfte sagen. Ich liebe die vierte. Für mich ist die vierte Gen die beste. Aber ich sage ja auch immer, man kann es nicht objektiv betrachten, aber wenn man es so gut wie möglich objektiv betrachten würde, ist, glaube ich, echt die fünfte Gen. Ja. Erfüllt viele sehr, 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 sehr gute Punkte, die eigentlich all around das perfekte Spiel für Pokémon-Fans sein sollten. Das Thema hatten wir ja in der vierten Gen. Ich merke gerade, hier wurden die Schutz-Items noch nicht weiterhin verlängert. Also wenn man drauf gedrückt hat, was ein bisschen schade ist. Hä? Doch. Das war nicht automatisch. Nee, erst ab Schwarz-Weiß 2. Echt? Ja. Das ist sehr sad, Mann. Das ist sehr sad. Ich dachte, das ist auch ab jetzt schon. Nee. Das ist leider erst ab Schwarz-Weiß 2. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass wir das Thema bereits schon mal hatten. So letztendlich hat jeder so seine Lieblingsgeneration. Jeder hat einfach aus diversen Gründen seine Lieblingsgeneration auserkoren. Ne, Nostalgie. Und so weiter und so fort. Spricht da auch, oder beziehungsweise spielt da auch mit rein. Aber natürlich, wenn man es versucht, objektiv zu bewerten, ist es immer noch nicht wirklich machbar, weil es gibt Leute, die etwas aus subjektiven Gründen gut finden und andere Leute finden das wiederum das andere aus subjektiven Gründen schlecht oder das gleiche, meine ich. Ja, klar. Es kann nur die kleinste Kleinigkeit sein, die für einen persönlich das Spiel. Sprites. Ein gutes Beispiel. Wir haben gerade darüber geredet. Manche sagen, ich liebe Sprites und manche sagen, ich liebe die Models. Und sie finden dadurch die sechste oder siebte oder achte Generation vielleicht aus subjektiven Gründen besser und andersherum genauso. Weil manche sagen, Alter, ich mag lieber die Sprites und ich finde, das macht das Spiel so gut. Das kannst du halt nicht objektiv einschätzen. Was ist los? Nix. Was war da gerade für ein Rückstoß? Was war das für ein ich war so minus 3 oder 2 und ich dachte so, ja, aber was soll Viridium denn schon großartig können? So Pflanzenattacken, egal, Doppelkick, egal. Plötzlich kommt er mit Bodycheck um die Ecke. Das war dein erster Fehler. Oh, Timo LP. Ja, so ist alles gut gegangen. Ja, ist alles gut gegangen. Ich bin für die Spannung hier zuständig. Davon hatten wir noch nicht genug. Ja, heute war ja überhaupt keine Spannung dabei, Leute. Dafür bin ich da. Also ich weiß, es war echt ein Wunder, dass wir nicht mit dem Tod rausgekommen sind. Ja. Also da wollte jemand auf keinen Fall, dass wir sterben. Ich meine, was ja nicht ist, kann ja noch werden. Da wart ihr die Zuschauer auf unserer Seite und habt uns bei unserem Weg begleitet und gebetet, dass unser Pokémon nicht stirbt. Das hast du wunderschön gesagt, Timo LP. Ich bin sehr stolz auf dich. So, das müsste, glaube ich, einer der letzten sein. Ja, aber das ist auch der letzte, deswegen will ich noch einmal hochheim, weil ich gerade echt hart auf die Mütze bekommen habe. Warte, wie viele Tränke hast du? Hast du Tränke eingekauft? Ja, habe ich. Okay, gut. Warte, ich wollte mal schauen. Ich habe nämlich noch einen Supertrank und zwei Tafel. Was? Okay, das reicht. Ich meine, du sagst das so, als könntest du jetzt noch was dran ändern, aber ich war schon im Kampf, als du. Ja, aber dann hätte man sich besser auf die Situation. Stell dir vor, du spielst jetzt ein bisschen leichtsinnig, denkst du, ja, das passt noch, ich kann hier noch ein bisschen Chip nehmen und auch da ein bisschen Chip nehmen. Oh, Moment, ich habe keine Tränke mehr. Present. Ich habe mal eine Frage an dich. Timo, hau raus. Wie stehst du aktuell? Du musst nicht darauf antworten. Das klingt so, als wäre es voll die beschämende Frage oder so.
Wie stehst du aktuell zu dem LP in deinem Namen? Interessiere mich einfach. Wie ist so aktuell so der Stand in dem? Ich denke tatsächlich gar nicht über dieses LP mehr wirklich groß nach. So, ignorierst du es halt einfach? Ja. Ist einfach da so? Es aber ist für mich einfach da. Also nur zur Erklärung für Leute, LP ist ein Relikt der Vergangenheit. Damals hat sich jeder LP genannt. Also ja, ich weiß, wofür LP steht, der ist komplett am Leben vorbeigezischt. Ja, aber damals hat man es halt gemacht, vor 7 Jahren oder so, weil man sich halt so dachte, yo, dadurch erkennen die Leute halt. Ja, dadurch erkennen die Leute halt direkt, okay, der ist Let's Player. So. Ich weiß schon, was du meinst. Aber es passt gar nicht mehr zu dir, so 0,0. Es passt halt 0, aber nur auf Present, es würde sich weird anfühlen, ich weiß es nicht. Ich finde halt, es wäre halt 100-mal besser. Ja, ich weiß doch nicht. Patronenhieb als Sam, okay, lecker. Das ist tatsächlich nice. Dings sind immer gut. Priority Moves. Oha. Flammen. Oha, was? Ah, ich hab mal Angriffs-Minuswesen gehabt, oder? Ah, das ist ein bisschen doof. Aber, nee, ich behalte meine Attacken so, wie sie erstmal sind. Ja, Raubwolke kann praktisch sein. Ja, richtig, richtig. Wie gesagt, also, wenn du mich fragen würdest, ja, ich weiß nicht, du fragst mich nicht nach deiner Meinung, was das anbetrifft, aber wenn du mich fragen würdest, jetzt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, hey Timo, ich weiß, du bist ja so cool und ich freue mich, ich kenne deine Meinung, weil du schon vor Jahren zu mir gesagt hast, einer macht das LP raus, Bruder. Ja, und ich stehe noch immer zu meiner Meinung. Ja, ich sehe es ja auch. Ich sehe es ja auch. Aber es ist. Sagen wir mal. Oh, hallo, Diaga. Oh, sagen wir mal, was sagen denn die Leute in den Kommentaren? Oder findest du, das hat wird für dich keinen Einfluss haben? Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, für mich ist es. Nein, okay, es ist für mich einfach weird, nur Present da stehen zu haben. Warum? Ich meine, jeder nennt mich Present. Present ist halt einfach überall. Aber ja, genau deswegen. Deswegen, dadurch, dass sich das immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr in Anführungszeichen eingebürgert hat für uns alle in diesem Kreis. Denke ich mir halt, ist nicht mittlerweile irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo dass halt nur Present genügt, dass es dich nicht stören würde, weil dich halt eben jeder Present nennt und es im Endeffekt ja dann quasi keinen Unterschied macht, weil jeder dich halt eben Present nennt, weißt du? Ja, es stimmt schon. Es ist durchaus keine falsche Argumentation. Ich habe da auch kein wirklich gutes Argument für, muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich verstehe, dass du, das ist damals, als ich dieses Zockt aus meinem Namen rausgenommen habe, was eigentlich auch gar nicht in meinen Kanal gepasst hat und so weiter, was mich auch gestört hat. Ich meine, ich hatte es nicht so lange mit mir getragen, deswegen war es, glaube ich, einfacher für mich, damit abzuschließen. Ja. Aber auch da haben viele Leute gesagt, ich finde es irgendwie merkwürdig, ist ungewohnt, aber heute juckt es niemand. Ja, jetzt sowieso, sowas ist nach 2 Tagen, ist genauso wie wenn ein neues Design rauskommt. Damals, als die ganzen neuen YouTube-Designs immer rauskamen, hat jeder erstmal einen großen Aufschrei gemacht. Ich bin aber immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem neuen Design. Ja, aber ich bin auch noch auf dem alten Design, um ehrlich zu sein. Ja, ich switche immer so ein bisschen hin und her und versuche mich immer so ein bisschen damit daran zu gewöhnen, aber ist schwierig. Ja, beim Twitter-Design zum Beispiel habe ich da komplett den Wechsel vollzogen. Ich liebe den. Ich liebe das neue Twitter-Design. Das wurde auch von vielen am Anfang gehatet, aber es ist halt normal, wenn neue Sachen da sind. Die Sache ist halt, das LP, ich könnte es rausnehmen. Ich denke mal, das Schlauste wäre gewesen, wenn das zum Veränderungsvideo gemacht worden wäre. Oder wenn ich da gemacht hätte. Man kann auch ein neues Jahr mit einer Veränderung starten. Oh, das ist tatsächlich kein schlechtes Argument. Und hier braune Klaue. Warte, wann kommt dieser Part hier online? Warte kurz, ich muss kurz überlegen. Das ist Folge 8, ne? Ja. Das kommt schon im neuen Jahr. Wann im neuen Jahr? Am 1. Echt? Alter? Ja. Present. Wenn nicht jetzt. Wann dann? Wenn nicht hier. Sag mir wo und wann. Also. Oh, Timo, ich weiß ja nicht. Ist das Video, um es anzukündigen? Hallo Leute, ich heiße es übrigens Present. Oh Mann, ey, ich weiß es nicht, Mann, ich weiß es nicht. Aber Present ist auch so ein blödes Wort. Warum? Die Suche kann ich mir das auch blöd vorstellen. Nee, niemand sucht Present LP auf YouTube. Doch, Alter, doch. Doch. Present LP, warte, ich gebe jetzt Present auf YouTube ein. Nimm einen Inkognito-Tab, okay? Mach das. Wir gehen zusammen auf die Brücke, ne? Ja, gemeinsam, Hand in Hand. Ja, genau das. Okay, warte, Present. So, bist du. Alles voll mit dir. Nee, also nicht jetzt nur Present. Also beziehungsweise nicht alles von dir, aber da kommt als erstes dein Kanal und dann neueste Videos von Present LP. Nur wenn ich Present eingebe, in einem Inkognito-Tab.
Ja, Cognito Schmicognito, sag ich das nicht. Aber ja, keine Ahnung, Timo, ich weiß es nicht. Ich suche mir gerade nur Ausreden, das ist weird. Wir reden nochmal darüber und wer weiß, vielleicht ist das wirklich die Folge, die es ankündigt, dass ich plötzlich nur Present heiße. Mach dir mal Gedanken drüber. Also ich. Aber so Present sieht so leer aus. Es ist so. Nee. Jeder nennt dich Present. Das sieht doch auch nicht leer aus, wenn Leute dich Present nennen. Ich bin mir auch unsicher. Leute! Komm zurück. Aber am allerkritischsten, ja, ich muss auch noch kämpfen hier. Ja. Ich kann doch nicht zaubern. Aber am allerkritischsten finde ich deinen Twitter-Namen. Aber dafür kann ich halt echt. Ich weiß. PresentAP-YT. Leute, zur Erklärung. Das ist halt so los. Ist ganz kritisch. Als ich damals meinen Twitter-Kanal erstellt habe, vor 5 Jahren, gab es den Namen PresentAP schon. Irgendein koreanischer Account oder so hat den 2012 gemacht. Und seitdem hat diese Person den Account nie benutzt. Das war auch wie mit AdRazor. Und dann irgendwann hat die Person sich umbenannt, die AdRazor hieß. Dann hat ihn jemand anders gehabt, auch ein Koreaner. Der wurde allerdings, warum auch immer, gebannt. Und dann habe ich gesehen, okay, nachdem derjenige gebannt wurde, dauert es einen Monat, bis dieser Name wieder verfügbar ist. Weil ja. Der Account kann ja noch entbannt werden, wenn man sich dafür einsetzt. Man kann etwas dafür tun und dann hat man den Namen halt wieder, ja. Und ich habe jeden gottverdammten Tag geschaut, ob AdRazor. Ich habe gar nicht nachgeschaut, weil ich nicht wollte, dass Leute mir den dann irgendwie sneaky. Also ich habe nichts irgendwie groß angekündigt oder so. Ich habe nur mit Michi drüber gesprochen, weil Michi dann auch ab und zu für mich gesprochen hat. Ja, und mir halt. Genau, und die habe ich es auch noch erzählt. Zauberarsch, ich darf einen Pokémon wiederbeleben. Komm, und dann komm hier, du musst sowieso nicht heilen, Timo. Warum nicht? Weil jetzt kein Trainer kommt. Ja, okay. Stell dir vor, du würdest jetzt den @present auf Twitter bekommen. Wirst du dann ja, ohne zu zögern sofort. Nee, aber das gehört irgendeiner großen Corporation, Alter. Und ja, PresentLP, ja. Den könnte ich halt bekommen, wenn ich dieser Account werde. Ich weiß nicht, Present. Der ist komplett inaktiv. Seit 7 Jahren ist der nicht aktiv. Alter, du bist einfach schon vorgelaufen. Ich habe extra jetzt auf dich gewartet. Ja, ich warte jetzt hier. Aber okay, lass nicht rennen. Lass einfach laufen. Okay. Ganz entspannt hier. Ja, das wir können in der Zeit weiter talken. Ja, aber Leute. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Mal schauen, was Present bzw. Present LP so Present. Sein wird. In Zukunft. Niemand nennt dich Present LP. Ja, dann guck mal, wie cool das ist, Alter. Das ist schon echt cool. Und aber da unten ist einfach der Eingang, wo wir reingegangen sind. Das ist so cool. Ja, definitiv. Leute, an dieser Stelle möchte ich mich wie immer für den Support bedanken, fürs Zusehen. Schaut bei dir, Timo, vor. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Folge 9 in Stratos City. Stratos City. Seid dabei. Danke fürs Zusehen. Bewertung sehr gerne. Warte, lasst euch in die Stadt reinlaufen. Jetzt Kommentare sind ebenfalls sehr gerne gesehen. Bis zum nächsten Mal. Und Schüsseli. Euer Present. Ohne LP. Ja, aber cool. Tschüss.